Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh und willkommen bei. Kennt ihr diese Leute, die behaupten, dass die Frau im Islam eine niedrige Stellung hat und ihr Kopftuch ein Zeichen der Unterdrückung ist? Ich meine, die Leute müssen sich ja richtig Sorgen um die muslimische Frau machen. Vor allem nach dem intensiven Recherchieren und Lesen in den Büchern der Muslime. Da muss der Beschützermodus doch auf 150% ansteigen. Aber irgendwie komisch. Was passiert, wenn dann genau so eine Person einem Muslima über den Weg läuft? Sie macht genau das Gegenteil. Sie beleidigt, sie verleugnet und schikaniert diese arme Frau. Wenn es gut läuft, vielleicht nochmal handgreiflich werden? Hier ist doch irgendetwas schiefgelaufen. Was sagst du dazu? Bis zum nächsten Mal. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.